Nun gibt es endlich mal wieder ein Video von mir. Ja, ich sehe auch eventuell ein bisschen anders aus als sonst. Ich bin jetzt in der fünften Woche dieser Maßnahme oder über die ich im letzten Video geredet habe. Und die letzten 2 Wochen hat sich herauskristallisiert, oder 2,5 Wochen, dass 70% circa davon eigentlich doch einfach nur absitzen sind und Zeitverschwendung. Aber ich habe heute, also es gibt einmal die Woche Kochen und ich koche da jetzt jede Woche vegan, weil ja, ich mache das halt einfach, kümmert sich sonst eh nicht so jemand, zumindest nicht so motiviert darum. Und weil ich dann immer am motiviertesten bin, weil ich gerne halt Sachen zubereite, mache ich es dann immer und es schmeckt denen halt wirklich alle extrem gut, was ich da immer zubereite. Die sind wirklich alle begeistert, auch die Leute, die die Maßnahme führen, die dann mitessen. Und das finde ich schon cool, allein deswegen da weiterhin zu bleiben, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel heute, also ich koche sogar immer High Carb und wenn es geht auch schleimarm. Heute zum Beispiel Kartoffeln gerieben, mit Zwiebeln, Pfeffer, Salz zu Röstis gebraten. Durch das Braten wird die Schleimbildung ja reduziert, da die Stärke in Zucker gewandelt wird, dextriniert wird. Dann habe ich das Ganze nochmal eine Auflaufform gegeben und habe dann gegarten, also vorher in der Pfanne wiederum mit Zwiebeln und Salz und Rosinen gegarten Hokkaido-Kürbis über diese Auflaufform oder in die Auflaufform über die Kartoffeln gegeben. Und habe das Ganze nochmal angebacken. Dann war noch ein Stück Kürbis übrig, den habe ich einfach so angebacken. Und dazu habe ich dann Reisbratlinge gemacht. Das sind diese Frikadellen mit V. Könnt ihr einfach mal googeln. Die mit Tomatenmark, Knoblauch, Paprika, Pfeffer, Zwiebeln, Salz und etwas Chili eventuell. Mit Reiswaffeln halt ja, gemacht werden. Das, was sozusagen matt ist, was man auch anbraten kann. Das gab es dann heute, die haben wirklich gesagt, dass sie den Unterschied zwischen richtigem Fleisch da auch nicht gemerkt haben. Ja, letzte Woche gab es dann eine richtig schöne Wokpfanne, richtig, war wirklich richtig lecker, mit gebratenem Reis und als Alternative gebratenen Nudeln. Ja, und auf jeden Fall ist das halt eine starke Umgewöhnung für mich, auch für jemanden, der die meiste Zeit lang eine richtig präsente Sozialphobie hatte, ist das schon eine Umstellung. Es war die ersten 3 Wochen auch ziemlicher Stress für mich und deswegen bin ich auch in der Ernährung halt deutlichen Schritt zurückgegangen, habe gekochte Sachen gegessen und so weiter und das schlägt sich dann natürlich auch aufs Aussehen, aufs Leistungsfähigkeit aus. Es geht aber noch, sage ich mal, ich habe noch keine großen Probleme damit, weil ich da halt auch Erfahrung gemacht habe, das habe ich aber schon im letzten Video gesagt, die mich weitergebracht haben und ja, ich habe es auch etliche Bewerbungen und so weiter losgeschickt. Ich habe da, sage ich mal, da das Bewerbungstraining immer 8 Stunden geht, sieht man sich dann irgendwann zu gezwungen, so lange weiterzusuchen, bis man irgendwas gefunden hat, weil man sonst nur rumsitzen will die ganze Zeit. Vielleicht ist das so geplant, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dann die Matschebirne nicht, man kriegt Kopfschmerzen vom PC sitzen, aber man wird ja trotzdem dazu, ja, man hat nichts anderes zu tun da, sag ich mal so. Also ich habe jetzt 8 Bewerbungen rausgegeben, einmal hier in einem vegetarisch-veganen Restaurant, einmal auf einem Biobauernhof, noch ein zweiter Biobauernhof, dann ein konventioneller Bauernhof, der aber nur wenig Viehzucht betreibt und nicht so ein Maisbauer ist, sondern auch Obst und Gemüse anbaut. Dann in einem Bioladen in der Nähe, wo ich mit dem Fahrrad hin kann. Dann noch ein anderer Bioladen, wo ich mit dem Zug hin könnte, mit einem Sozialticket, kostet 30 € im Monat. Ja, solche Geschichten, sag ich mal. Und noch, dann gibt es noch einen Hof, der momentan auch Erntehilfe braucht. Ich mache auch momentan Erntehilfe, aber nur 1 bis 2 Mal die Woche. Also Apfelernte. Da sammle ich dann immer so 100 Kilo pro Stunde, also 4 Stunden 400 Kilo. gibt aber nur 5 € die Stunde, also unter Mindestlohn. Ja, das kurz dazu, das waren 5 Minuten und jetzt wollte ich noch kurz Tipps geben,
oder halt eine wissenschaftliche Studie ausnahmsweise mal präsentieren, nur ganz kurz, und auch nicht mit diesem ganzen wissenschaftlichen Gelaber. Genau, also es ist ein Trick, wie man schleimbildende vegane Nahrung, das ist halt alles, was Stärke enthält in erster Linie. Fett ist auch schleimbildend, aber nicht so stark. In erster Linie also Getreide und stärkehaltige Wurzeln, wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Yuca, wie heißt das andere Gedöns, Tapioca, genau, sowas. Und der Trick geht einfach so, dass man das Zeug einfach ganz normal kocht. Und dann, wenn es noch heiß ist und man eventuell Wasser abgeschüttet hat, wenn noch was übrig ist, dass man ca. 2% des Ausgangsgewichts, das bezieht sich auf trockenen Reis, an Kokosöl oder anderes Öl beigibt. Und Kokosöl ist so das beste Öl. Das meiste andere Öl ist ranzig meistens. Ja, bei Kartoffeln muss man anders rechnen, weil halt sehr viel Wasser drin ist. Da muss man irgendwie die Kalorien vergleichen. Wenn jetzt Kartoffeln irgendwie 120 Kalorien haben pro 100 Gramm und trockener Reis 300 Kalorien, dass man dann halt ein Drittel weniger, also nur ein Drittel des Gewichts der Kartoffeln nimmt. Ja, also 2% circa. Und dann lässt man das Ganze abkühlen, und zwar für 8 Stunden im Kühlschrank. Und dann verbindet sich das Kokosöl mit bis zu 60% der Stärkemoleküle zu einer nicht verdaulichen Stärke, das sind dann Ballaststoffe. Das heißt, dass die Schleimbildung und die Kalorien sind für mich nicht wichtig, aber die Schleimbildung nimmt um 50 bis 60% ab. Es funktioniert auch, wenn das Essen, also wenn ihr keine Geduld dafür habt, ich würde es am Vorabend machen, für den nächsten Tag jeweils. Oder dann, wenn ihr einmal esst, die doppelte Menge machen, damit ihr am nächsten Tag was übrig habt. Außer wenn ihr natürlich sehr stark in der Suchtschraube drin steckt, dann werdet ihr wahrscheinlich die doppelte Portion einfach gleich essen. Das kann natürlich auch passieren. Auf jeden Fall, wenn ihr dann irgendwie nicht die Geduld dafür habt, dann könnt ihr es auch einfach so abkühlen lassen. Wenn ihr zumindest mal eine halbe Stunde Geduld habt, dann wandelt sich auch schon Stärke in Ballaststoffe um. Und das ist sogar sehr, sehr merklich. Das werdet ihr beim ersten Bissen auch schon merken, dass das anders schmeckt, dass das bekömmlicher schmeckt, dass das. Ich weiß nicht, als Kind fand ich deswegen auch immer kalt gewordene Kartoffeln, ne, Kartoffeln nicht, die verändern sich im Geschmack. Aber Nudeln und Reis kalt geworden fand ich schon immer viel, viel ansprechender für mich. Ja, und wenn ihr dann Auszugsmehl nehmt, oder ja, wenn es halt das mit Mehl macht, oder man kann ja zum Beispiel auch mit ja, Dinkelmehl und Kürbis oder Dinkelmehl und Möhre oder was anderes so flache Wraps backen, das geht sehr, sehr schnell. Oder auch Pizza geht auch sehr schnell in der Pfanne. Man könnte es auch erkalten lassen, das funktioniert dann genauso. Und dieses Mischen mit Gemüse ist auch schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil das dann im Prinzip vermindert ihr da auch schon die Schleimbildung um 50%, wenn ihr halt 50% stärkefreies Gemüse beigebt. Ist also im Prinzip das Gleiche. Das ist also auch eine schnelle Methode dafür. Schmeckt auch sehr gut. Man kann das natürlich dann aber auch kombinieren, indem man das dann auch noch mit Öl an, oder in Öl anbratet und dann erkalten lässt. Dann ist das eigentlich ziemlich schleimfrei sogar. Und das kann man dann wirklich auch täglich essen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr revolutionär. Damit kann man, die meisten werden ja Raw Hell vormachen, die sich für diese Richtung interessieren. Und damit kann man eigentlich ganz gut Rottel vor dauerhaft machen und gleichzeitig halt schleimarm sich ernähren. Und diese schleimarme Ernährung finde ich so die realistische oder realistischste Ernährung, ja, für die meisten, besonders für Leute, die halt arbeitstätig sind oder halt Vollzeit arbeitstätig sind, aber eigentlich auch schon bei Teilzeit, kommt drauf an. Oder halt irgendeinen Job machen, der eigentlich nicht dem entspricht, was man eigentlich machen möchte, sage ich mal so. Wo halt Stress besteht oder von, ja, von einem Umfeld einfach auch Stress besteht oder was weiß ich. Ja, das ist so der Tipp. Wir sind ja schon mal fast 10 Minuten. Ich könnte eigentlich noch mehr Tipps geben. Ich habe das auch auf Facebook letztens geteilt gehabt. Ich guck mal kurz, ob ich das kurz schnell abarbeiten kann. Ja, erster Tipp wäre, besorgt euch Kokosöl. Am besten von Dr. Görg. Es gibt aber auch in Drogerien wie Rossmann, DM und Müller auch Kokosöl für 3,50 €, 4 € für so ein 2 Milliliter Glas. Aber von Dr. Görg, das ist deutlich qualitativer.
Jedes andere Öl ist meist ranzig durch falschen Transport oder Lagerung, da das durch Licht- und Wärmeeinwirkung halt oxidiert und dadurch ranzig wird und dadurch giftig wirkt. Bei vielen Ölen entstehen auch Gifte beim Erhitzen. Beim Kokosöl ist das nicht der Fall und Kokosöl ist auch basisch. Und es besteht vorrangig aus mittelkettigen Fettsäuren, die schneller, schneller verstoffwechselt werden als anderes Fett. Das heißt, diese Wirkung, die negative Wirkung von Fett, die ist da nicht ganz so stark. Zweitens würde ich mich dennoch auf Obst und Gemüse fokussieren, wenn man kocht und auf Fastentage. Man kann auch erhitztes Obst nehmen, Birne oder Mango gebraten, ist auch sehr lecker. Ich habe letztens auch mal Honigmelone angebraten. Und das sättigt halt mehr als rohes Obst und regt die Entgiftung nicht so sehr an, wie man das bei rohem Obst hat. Also es bringt im Endeffekt indirekt Energie, ohne eine unangenehm starke Unruhe oder erneuten Heißhunger durch eine zu starke Entgiftung oder durch die zu starke Entgiftung, die bei rohem Obst zu tragen kommt. Ja, und es sättigt, wie gesagt, mehr ist, also es schränkt die Entgiftung mehr ein und dadurch hat man dann deutlich weniger Hungergefühl, falls man noch in dieser Stufe festhängt. Erhitzte Säfte sind auch gut. Dritte ist, gedünstetes Gemüse ist A und O. Ich halte es selber nicht ganz so ein, es ist auch von Tag zu Tag unterschiedlich bei mir. Manchmal mag ich einfach überhaupt kein gedünstetes Gemüse und merke dann auch, wie es mir nichts bringt, weil ich dann auch nicht in Resonanz damit gehe, sage ich mal so. Und der Körper verwendet es dann einfach nicht so wirklich. Und ich merke halt, wie es mir dann auch nichts gebracht hat, außer dass ich dann zusätzlich wieder was raus ausscheiden muss. Auf jeden Fall erdet es, ohne zu beerdigen, wenn man den Drang hat nach Erdung. Es kämpft gegen Stress und lässt einen abschalten, runterkommen, ohne Schleim zu bilden, ohne sonst sich großartig zu schaden. Aber man kann halt zur Not dann auch, wie gesagt, diese speziell zubereiteten Stärkeprodukte dafür verwenden. Es ist zusätzlich halt ein Schleimbesen, weil da sehr viele Ballaststoffe dann drin sind oder im Falle der Stärkeprodukte durch die Vorgehensweise entstehen, also die Ballaststoffe. Und dadurch putzt das eigentlich den Darm. Und besonders wenn man halt schon in einer ganz gut gereinigten Stufe ist und dann mal was in Anführungszeichen Giftiges isst, dann sollte man am besten so ein Schleimbesen zu sich nehmen, damit die Rückvergiftung nicht zu stark ist, weil die Gifte kommen erstmal, wenn, die werden vom Darm nicht so stark aufgenommen, halt die Gifte. Und selbst wenn die dann aufgenommen werden, also wenn es schon zu spät ist, und die aufgenommen werden, haut die Leber das wieder in den Darm rein irgendwann, das ist das Entgiftungsorgan, und dann würden die wieder resorbiert werden danach, also noch mehr Blutkreislauf kommen, das wäre die sogenannte Rückvergiftung. Und die kann man auf jeden Fall mit einem Schleimbesen verhindern, sage ich mal. Also ich merke es auch deutlich, wie es mir deutlich besser geht, wenn ich mal also sehr ballaststoffreich und schleimfrei dann gegessen habe nach so einem Gift, sage ich mal. Aber auch allgemein kann ich nur empfehlen, jeden Tag so ein Schleimbesen zu sich zu nehmen und den Darm ja durchzureinigen und den Schleim da mehr zu binden einfach, damit das nicht im Körper irgendwo eingelagert wird als Wassereinlagerung, also Schleimeinlagerung. Dass es einfach durchgeputzt wird. Sehr lecker ist halt zum Beispiel in Scheiben geschnittener Hokkaido-Kürbis, der gebacken wird. Das ist jetzt nicht der optimale Schleimbesen, aber das ist so ein Tipp für gebackenes Gemüse. So, Fette würde ich immer in Maßen konsumieren. Besser diese schleimarm zubereiteten Stärkeprodukte. Ist besser als Fett. Auch wenn ihr dann davon viel esst. Also davon könnt ihr dann halt wirklich eine ganze Schüssel essen. Wenn er speziell zubereitet ist, weil es meistens einfach Ballaststoffe sind. Das sind sogar sehr, sehr gut. Braucht ihr euch null zurückhalten. Ein Tipp ist, wenn man so Fett-Cravings hat oder halt so Junk-Cravings besonders, der Wilmersburger Pizzaschmelz, der hat drei Zutaten grob gesehen. Das ist Kokosöl, Stärke oder Kartoffelmehl. Das ist Auszugsstärke aus Kartoffeln, aber 100% Stärke eigentlich, oder 99% Stärke. Und Salz. Und das könnt ihr halt ziemlich einfach selber machen. Kartoffelmehl gibt es für 1 Euro im Netto oder im Edeka, so ein Pfund. Und dann holt ihr euch halt Kokosöl, was so das beste Öl ist.
mix das zusammen mit Salz und vielleicht noch irgendwie Kräuter, Paprikapulver oder Kurkuma oder sowas. Und das wird dann wieder fest, was Kokosöl ja bei Raumtemperatur fest ist. Und das schmeckt wirklich sehr, sehr genial, muss ich sagen. Und das sättigt diese ganzen Junk-Cravings. Das ist Junk, aber eigentlich auch wieder nicht, sage ich mal so. Es beruhigt die Nerven und es drängt die Entgiftung zurück, wenn man es mal braucht. Ja, das habe ich gesagt. Schleimarm, zubereitete Getreideprodukte. Da empfehle ich bei Reis immer Basmati-Reis, weil er an sich schon weniger Schleim enthält als Rundkornreis oder jeglicher anderer Reis. Ich packe den Link mal der Studie oder der Forschung unten in die Videobeschreibung. So. Sechster Tipp, der ist etwas kontrovers, das habe ich auf Facebook auch schon gemerkt. Also meine Empfehlung ist, und das werde ich auch gleich begründen oder versuchen zu erörtern, ich würde immer geschältes Getreide nehmen und Ausdrucksmehl nehmen. Da entstehen natürlich Nachteile, die sind ganz klar. Die muss man aber dann auch wirklich benennen, was das für Nachteile sind. Die Nachteile sind bei Auszugsprodukten, oder erstmal, was passiert da? Die Schale wird abgetrennt. Das ist so wie geschältes Obst quasi. Und in der Schale sind Mineralstoffe drin. Und in der Schale sind besonders viele Ballaststoffe drin. Zum einen wirkt es dann noch säurebildender als vorher. Zum anderen, ja, was kann man dazu eigentlich noch sagen? Es hat fast keine Ballaststoffe dann mehr und dadurch wird das nicht gut verdaut. Aber das kann man halt mit dieser Methode, die ich halt vorgestellt habe, mit dem Kokosöl wieder rückgängig machen oder halt ändern. Und zwar 50 bis 60% werden dann halt zu Ballaststoffen, deswegen hat man die Ballaststoffe wieder. Und dadurch wirkt es dann auch wieder nicht so säurebildend insgesamt. Und ich denke gerade nach, deswegen bin ich gerade ein bisschen. Genau. Warum empfehle ich dann trotzdem geschältes Getreide und Weißmehl? Weil es halt gewisse Vorteile mit sich bringt. Da nämlich die Antinährstoffe von Getreide, zum Beispiel Phytinsäure und so weiter, aber auch noch andere Sachen. Die sitzen entweder in der Schale oder genau unter der Schale und diese Antinährstoffe, die werden neutralisiert dadurch. Und zum anderen sind auch diese Mineralstoffe, wenn man die halt stark erhitzt, anorganisch gebundene Mineralstoffe, und das sind erdige Stoffe, die dem Körper eigentlich nichts mehr nutzen und sogar rausgereinigt werden müssen, also eine Mehrarbeit erzeugen und sich im Körper irgendwann anlagern. Und das dritte ist, besonders bei Reis, dass auch bei Bio-Reis Giftstoffe, die sich von Nachbarfeldern, wo kein Bio-Reis angebaut wird, da Giftstoffe sich da ablagern. Aber besonders halt bei konventionellem Getreide, das ist genauso wie bei Obst, dass an der Schale das meiste Gift hängt und da ist dann auch das Geschälte besser. Und wie gesagt, die Ballaststoffe kriegt man halt sogar im zehnfachen Maße wieder zurück mit dieser einen Methode. Und das Säurebilden ist eigentlich auch kein Problem mehr. Besonders wenn man immer noch Gemüse beigibt einfach. Klar, das ist dann insgesamt verarbeitet, die Sache, aber im Prinzip ist auch ungeschältes Getreide unnatürlich für den Menschen zu konsumieren. Und wenn man schon unnatürliche Sachen konsumiert, dann muss man halt wirklich, oder dann kann man den Verstand einsetzen, um da die möglichst sinnvollen Methoden für sich herauszufinden. So denke ich halt. Entweder natürlich, das sind dann nur rohes Obst und Gemüse, und beim Gemüse auch nicht alles. Und wenn man darüber hinausgeht, dann ist der Verstand schon wichtig, um ja das möglichst geringste Übel herbeizurufen, sage ich mal. Ja, glykämische Index, also die glykämische Last, die wird natürlich auch höher bei der Schälung, aber dadurch, dass dann halt die Hälfte davon von der Stärke von den Kohlenhydraten wieder Ballaststoffen gewandelt wird, ist die hohe glykämische Last auch nicht mehr da, ist sogar geringer als bei Vollkorngetreide. Ja, dann sind wir bei fast 20 Minuten. Das war's dann mit dem Video.